Ja, Servus Wahnsinn. Es ist unglaublich, aber wahr, DayZ Standalone ist erschienen. Zwar nur im Early Access, aber immerhin, oder Max? Freust du dich genauso, wie ich mich freue, Max? Was im Early Access? Im Early Access. Okay, ja, ich freue mich ja schon ein bisschen, ja. Es ist schon schön, das Spiel ist jetzt da und wir haben es jetzt uns einfach mal geholt. Wir haben vorher schon ein bisschen reingespielt, einfach um zu schauen, wie es denn läuft und so und ob man überhaupt was machen kann. Haben festgestellt, dass wir noch keine Zombies entdeckt haben, aber wir hoffen, das Ja, ändert wir sich jetzt hoffen, es einfach ändert durch sich, einen ja. lustigen Zufall. Wir waren beide passionierte Spieler der Mod-Version von DayZ. Damals noch, als es eben für Arma 2 eine Modifikation war. Aber da gab es Zombies. Da gab es Zombies. Rucklige, laggige Super Zombies. Super-Zombies. Sag mal, jetzt machen wir einen Wir Charakter. Ich machen habe das gerade Charakter. irgendwie entdeckt. Das ist Eigentlich doch ist es schön. mir egal, wie sie aussehen. Nee, mir nicht. Medium. Das ist irgendwie ein Vietnameser, oder? Der Medium-Typ. Der Medium-Typ. Ja, so einen hatten wir Dark, vorher, glaube very ich. dark. Ey, mir ist es wurscht, mach was du willst. Aber der ist in der Nacht sicherer. Das stimmt. Wenn du ein dunkles T-Shirt noch gibst. Ja, jetzt sind wir perfekt getarnt. Schuhe. Die sieht man hier Gut, dass leider ich nicht sehr gut gemacht. sehe. Aber es gibt anscheinend auch nur eine Art. Okay. Hä? Hattest du es jetzt nicht gespeichert? Boah, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir schon mal angefangen haben. Ich weiß es nicht, mach einfach. Wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel. Also, wir hoffen, dass wir jetzt ganz viele Zombies treffen. Genau. Also, ich halte ja eigentlich nicht so viel von Early Access, weil ich finde, das ist meistens nur von den Entwicklern so gedacht, dass sie das Projekt so nicht fertig kriegen und dann halt schon mal ein bisschen Geld brauchen. Was mir aufgefallen ist, was echt dreist war, war damals Planetary Annihilation. Das hatte nämlich, glaube ich, eine Kosten von 80 € oder so. Echt? Ja, das war krass. Boah, ist da hinten nicht ein Hafen? Das heißt, da ist eine große Stadt. Das heißt, da sind vielleicht viele Zombies. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Aber wir haben schon die rote Kette. Wer die Modifikation gespielt hat, der wird die nur zu gut kennen. Ja, Das schlechte ist Verbindung, aber sie genau. ist jetzt anscheinend weg. Ja, ich bin echt Oh! gespannt, aber da hinten sind links hinten. Warte, schau mal nach links bitte. Sind da nicht Hochhäuser gewesen? Ja, jetzt bist du hinter den Bäumen. Ja, doch, doch. Ich habe die auch gesehen, aber ich wollte jetzt nur mal hier kurz gucken, ob man hier was zum Looten findet. Mich verwirrt es ein bisschen, dass wir keinen HUD mehr haben. Da konnte man doch irgendwie gucken, wie viele Zombies auf der Map sind und Ja. solche Sachen und wie viel Durst und Hunger man hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst weg ist oder Es trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei, finde ich. ja. Ja, oder? Das macht diesen Survival-Gedanken irgendwie spannender, wenn es Ja. realistischer ist einfach. Ja, das stimmt. Aber hier ist schon wieder nichts zum Looten. Ja, nach ewig langer Zeit ist das jetzt auch mal auf den Markt gebracht worden. Das Spiel, wie viel hat es gekostet? 24 €. 23,99 waren es, glaube ich. Ein 20er und ein Spezi. Und ein Spezi, genau. Und ja, krass, das hat echt lang gedauert. Es war angekündigt, nachdem das so ein Erfolg wurde, die Mod, für den nächsten Sommer, für den darauffolgenden. Ja. Und dann kam es ewig nicht. Nicht mal ein Jahr später in dem Sommer. Und jetzt Und ich haben habe wir halt, es schon bald Weihnachten, gell, Max? ja, und ich habe halt echt so langsam das Gefühl, dass die Zombie-Hype-Welle, die durch das DayZ am Computer irgendwie ein bisschen losgetreten wurde, einfach auch schon wieder so, naja, ein Stück weit vorbei ist. Ja. Dass die das einfach verschlafen haben, das Ding rechtzeitig rauszubringen und so viele Klone und ähnliche Versionen rausgekommen sind. Dass die Leute jetzt irgendwie so ein bisschen auch die Einstellung inzwischen haben, naja, wenn unbedingt muss es jetzt auch nicht mehr sein. Ja, vor allem so Open World Sandbox-Sachen. Da gab es diesen krassen Klon eben. Nee, nicht World War Z, The War Z hieß das. World War Z war ein super Film. The War Z, was einfach angekündigt wurde, direkt nachdem die Modifikation be bekannt geworden ist. Und was auf den Screenshots genauso aussah, bloß irgendwie ein bisschen cooler. Und das kam dann raus und war einfach nur Schrott. Man hat gemerkt, dass die sau wenig Zeit hatten, dass es bugverseucht war, Cheater waren überall und so. Und das lief so schlecht, dass sie es sogar umbenannt haben in Infestation dann. Aber sag mal, Janis, kann es sein, dass hier schon wieder keine Zombies
Ich weiß es nicht. Wir finden hoffentlich noch welche. Eigentlich sollte es ja andersrum sein. Sie wollen uns finden, aber... Ja, gell? Und was es noch gab, hast du Dings gespielt oder gesehen? Wie heißt es nochmal? Ach scheiße, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Es ist ein Xbox Arcade-Spiel gewesen, was jetzt vom PC auch rausgekommen ist. Auch so Open World, aber Singleplayer. Mm-mm. Ah, doch, ich weiß, was State du meinst. State of Decay. Genau. Das ist auch noch so, also wo du meintest, dass der Zombie-Hype vielleicht dann... Der ist vielleicht schon übersättigt, der Zombie-Markt. Ich weiß ja, es nicht. Doch, kann halt echt sein. Das ist eigentlich echt mit Trends immer so, gell? Ich meine, ja. So um 2000 bis 2000, keine Ahnung, 6 waren es ja irgendwie Shooter, finde ich, weil da kam einfach dauernd ein Shooter raus. Ja. Boah. Ja, geh doch mal in ein Haus rein. Jetzt kann man in alle Häuser und du machst es nicht. Ja, schon, aber wenn halt nichts drin liegt, dann denke ich mir halt, nö. Muss ich nicht sehen. Weißt du, ich denke mir die ganze Zeit schon, machen wir irgendwas falsch, aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube wirklich, dass das einfach noch nicht ausgereift ist und das sollte man dann auch so zeigen, wenn es so ist. Weil selbst wenn wir was falsch machen, dann war das nicht irgendwie ersichtlich. Also es gibt keine Optionen wie Spawn-Zombie-Scheiß oder so. Oder die Server waren auch nicht so betitelt mit No-Zombie oder so. Aber das ist doch jetzt... Das ist doch Cerno, oder? Ich glaube schon. Oder ist es das nicht? Ja, das wissen wir auch gerade nicht so ganz sicher, ob das die alte Map ist, aber wir glauben schon. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, glaubst du es auch? Ich denke schon, dass das die alte Map ist. Geh doch einfach mal rein in die Stadt, wenn da keine Zombies sind, dann ist da irgendwas total falsch gelaufen. Aber es gibt noch den schönen Bug, dass man manchmal in dieser Ansicht festfriert, dass man sich umschaut. Den Knopf aber gar nicht mehr gedrückt hält. Ja, das passiert, wenn du doppelt den Knopf drückst. Mach mal. Ah, das ist kein Bug. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Und der Spruch hat noch nie gepasst. Ja, was gibt's hier? Weißt du, wenn uns wenigstens mal ein Spieler erschießen wird, dann würde ich wenigstens sauer werden, aber so. Ja, so keine Emotionen, ja. Nee, bis jetzt noch nicht. Ja, weiß nicht, würdest du eine zweite Folge machen? Also so nicht? So nicht, nee. So nicht. Ich hätte ja tatsächlich mit der Modifikation so den besten Gaming-Moment überhaupt. Alter, hau mir ab, ist dein Bein gebrochen? Kannst du aufstehen? Nicht. Oh, komm mein schon! Mein Bein ist gebrochen. Das haben sie also beibehalten. Ja, ey, Alter. Okay, jetzt kann ich mich echt... Du kannst dich ja nicht killen. Nee, aber noch mal neu einsteigen irgendwo. Wow. Naja, das ist auf Hyperrealismus gemacht. Das war gerade so realistisch, dass es wieder unrealistisch wurde. Und hast du gehört, die Stimme war von einem Kerl. Ja. Das war auch super gut. Gut, klar, das kann man ihnen irgendwie verzeihen, ich meine. Ist halt noch Early Access. Ja, schon, aber gerade ist es sehr, sehr Early Access. Schau mal, hier kommen jetzt auch keine Server rein und so. Ja, naja, ich erzähle mal deine Geschichte von meinem super coolen Erlebnis. Es begab sich zu einer Zeit, als das Internet noch Neuland war. Und das Rad noch eckig. Das stimmt. Ja. Und wir haben uns das Spiel ganz frisch geholt, drei Kumpels von mir und ich. Und wir hatten noch keine Erfahrung mit sowas. Und es war einfach super cool, in diese neue Welt geschmissen zu werden. Und wir haben uns dann auch nicht zurechtgefunden erstmal. Wer das kennt, man hat keine Map und weiß eigentlich gar nicht, wo man so ist irgendwie. Und haben uns dann versucht zu finden, was nicht so gut geklappt hat. Aber irgendwann haben uns dann drei von uns sich getroffen, also zwei Kumpels von mir und ich, und der andere war woanders. Aber wir wussten von den Straßenschildern her, wo das ist. Es war ja auch das Coole, du konntest über die Straßenschilder da dann das finden. Und wir sind dann in die Richtung gepilgert und er meinte, ja, es wird immer knapper, überall sind Zombies und er muss jetzt gleich schießen. Und dann hören wir halt in dieser Ferne den Schuss und er hat dann tatsächlich geschossen. Und was war das jetzt? Verlauf? Kannst du auf den Alpen nochmal? Mega. Ja, wie ärgerlich. Naja, er hat dann
geschossen und im TS noch gemeint, oh nein, ich muss jetzt schießen. Und sie sind überall und dann haben wir in der Ferne die Schüsse gehört, sind hingerannt und haben ihn noch sterben sehen. Wow. Der schönste Gaming-Moment, als ich meinen Freund habe sterben sehen. Ich habe einen Zombie gehört. Ja. Aber, du auch? Ja, aber du hast immer noch ein gebrochenes Oder? Nein, hast du nicht. Ich habe einen Zombie gehört. Die rote Kette hast du wieder. Ja, aber ich habe einen Zombie gehört. Janis! Hast du ihn auch gehört? Ja, da liegt ein Rucksack. Da lag ein Rucksack. Wow, wie cool! Und wieder eine Orange, das haben wir. Haben wir beim ersten Probespielen auch schon mal gefunden. Was ist denn drin? Nix. Nischt. Aber das Menü ist jetzt ein bisschen cooler geworden, gell? Ja, war das auch schwer, das schlechter zu machen. Ja, wäre auch echt Spaß, das einfach nochmal so zu bringen. Na, es ist echt einfach. Ey, ich habe einen Zombie gehört, der muss da vorne gewesen sein. Ich will den nur mal sehen. Ja. Nur mal, um zu gucken, ob es ihn gibt. Ja, was kannst du jetzt über die Performance sagen? Hast du die Modifikation auf den gleichen Einstellungen und so gespielt? Oder wie war das? Also die Modifikation hat in meinen Augen besser ausgesehen irgendwie. Besser ausgesehen, echt? Ja, also... Hat die geruckelt bei dir? Nö. Gar nicht? Nö. Bei mir war das schlimm. Echt? Ja, das war echt unerträglich. Gut, das sah aus wie Grütze. Gut, fand, dein PC ist auch tausendmal stärker, aber... Ich fand das schon ganz nett irgendwie. Aber ich hab doch jetzt gerade einen Zombie gehört, jetzt lass das nicht wieder vorbei sein. Vielleicht ist der jetzt gerade weggespawnt, wo ich gekommen bin. Vielleicht haben wir einfach ein Anti-Zombie-Deo drauf. Und die... Sag mal, was war das für ein Server jetzt eigentlich? Ich will nichts drücken, was mich hier rausbringen könnte. Ey, das ist doch fucking Tscherno. Erzähl mir doch nichts. Natürlich ist das Tscherno. Also wenn es Tscherno ist, bist du jetzt gleich tot. Ah! Ey, der schießt dich um. Der schießt dich. Nee, schau, er tanzt. Es gibt einen neuen Dance. Alles klar. Ja, auf jeden Fall gibt es andere Spieler. Er schießt dich um. Nein. Oh, komm. Genau das ist DayZ und deswegen ist es scheiße. Nein, das ist nicht scheiße. Er schießt mich doch jetzt nicht um. Ja, wo sind denn die Zombies, wenn man sie mal braucht? Der kommt rein und schießt dich um. Nein. Da drin sitzt nicht mal die Polizei. Das glaube ich nicht. Du bist gleich tot, was sagst du dir? Mach einfach die Tür zu. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Was liegt am Boden? Nichts, gell? So, dann verstecke ich mich. Unterm Tisch verstecken. In case of earthquakes. Ja. I want to drink something, sagt sie. Ja, warte einfach. Nicht erschießen, Mann. Ja, schau, du darfst dich nicht verärgern. Was hat denn der auf dem Kopf? Eine Unterhose. Wir könnten ihn halt auch umprügeln, gell? Das ist das. Das wird gehen? Natürlich. Hast du es probiert schon? Yo! The Boy Nero. Frag ihn mal, ob er Zombies gesehen hat. Weißt du, wie man chattet? Ich weiß es gerade nicht. Ich auch nicht. Vielleicht da? Na, da war's. Hi. Have you seen any zombies? Frag ihn mal, das wäre schon wichtig. Ja. I'm friendly. Ach so. Ja, das hat man früher immer gesagt, wenn man... Wo warst du jetzt beim Chatten? Da oben, das Hütchen. Das geht nicht mehr. Ja, dann hast du es gemacht. You got a drink. Gleich schießt den aus Versehen um mit der Geheimknarre, die sie in ihrem Stiefel versteckt hat. Ja, da war's. Weißt du, was es war? Tee oder so? Ja, aber da geht jetzt nichts. Ah, das war nur Chat wechseln. Warte, wir finden es schon noch. Scheiße, ich will doch jetzt mit dem reden. Wir haben hier eine Interaktionsmöglichkeit. Hallo. Nee, das nicht. Team? Ja, ja, keine Mann. Ahnung. Ich keine will Ahnung. Doch, aber ich weiß nicht, wie ich dir schreiben soll, Mann. Ach, das ist doch so bescheuert, Mann. Wenn sie was hätten ändern sollen, dann nicht die Grafik, sondern die Interaktion. Ja. Das ist so schlecht einfach. Ich kann da auch nicht nachschauen, welche Tasten was ist. Oh, das macht mich wirklich wütend und traurig. Mich auch, Mann! Wo ging das denn nochmal? Ich weiß es gerade echt auch nicht. Ja, ah! Da war's. Ah! Hör auf! Hell. Nein! Schreibt nochmal. Wo war das jetzt? Have you seen any Zombies? Ich meine, warum will der abteamen, wenn es keine Zombies gibt?
Wie schreibt man Zombie? So. Ja, mit B halt. Bees. I-E-S. Egal, ist wurscht. Ah, ich häng fest. Schreibt der jetzt oder schreibt er nicht? Nee, der geht erstmal. Hey! Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Wo will er denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Komm, geh weiter. Der Tropf, der bringt uns nichts. Nein, aber unsere einzige Interaktionsmöglichkeit, jetzt vorbeilaufen zu lassen, finde ich nicht. I killed two. Da schau her. Er hat echt, da ist eine vergammelte Orange. Super. Also wir haben bis jetzt Rucksäcke und vergammelte Orangen gefunden. Mal sehen, was noch passiert. Ja. Da war aber was drin, gell? Da auch. Ist das Thunfisch? Nee, das ist so eine Gaskartusche. Bunsenbrenner. Da sind Handschellen. Wow, ich such doch mal Handschellen. Kannst du den anderen irgendwie umhauen und dann... Das wäre lustig. Das wäre sehr lustig. Und unfair. Ja, da kannst du was trinken. Was ist das? Cola Loca Soda. Okay. Cola Loca. Ist jetzt auf der 1. Jetzt ist dir rein. Drink Soda, musst noch bestätigen. Weil es ja so intuitiv ist. Sehr gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Und weißt du, in solchen Firmen gibt's immer ganze Teams eigentlich, die sich drum kümmern, die Usability möglichst gut zu gestalten, einfach die Interaktion intuitiv zu machen und so. Ja. Und ich glaube einfach, bei Bohemian haben die einfach einen drin gehabt und drei abgezogen von dem Team. Ja. Oder einfach fünf Leute drin gehabt, die geschaut haben, dass es möglichst beschissen läuft. Ja. So richtige Arschlöcher waren das. Ja. So. Jetzt haben wir den Typen zwar verloren, was mich ein bisschen traurig macht, aber... Der wollte was zu trinken, du hättest echt eine ewig währende Freundschaft schließen können. Ja, aber ich wollte auch was Vielleicht hättet trinken. Ihr geheiratet. Das dann hättet ja ihr lustig. Kinder gehabt. Der hat ausgesehen wie Crow übrigens. Ja. Nein. Doch. Crow ist ein Panda, der war ein Clown. Ja. Sah aus wie ein Clown. Ah, da war vorher doch, bei dem Rathaus war doch irgendwas, gell? Ja, also hier in diesen Bars haben wir jetzt schon mal Glück gehabt. Da war jetzt schon mal was. Gucken wir. Nur die ganzen Bücher, die übersehen wir, glaube ich. Die machen doch irgendwas. I feel like having a drink. Hat die dauernd durch, oder was? Ja. Du hättest sie aber auch ganz schön durch diese... Oh. Ah, sehr schön. First Aid Kit. Ja. Aber wirklich, bei mir hat es immer so geruckelt wie bei dir jetzt gerade. Das war immer so. Echt? Ja. Okay, dann hätte ich es wahrscheinlich nie lang gespielt. Ich habe es trotzdem gemacht. Weiß gar nicht wieso. Weil es halt so cool und fresh war. Weil es cool alle gespielt fresh. Haben. Fancy. Fancy. Das sind Schlagwörter, du. Den bringe ich jetzt um. Der okay? Motorradhelm. Na und? Aber wir haben Fäuste. Schau mal, der kann da einfach reingehen. Komm schon, mach was! Was? Oh nein. Das Spiel ist so scheiße. Das Spiel ist echt ein bisschen mystik, also. Ja, nee, also ich habe nichts anderes erwartet, das ist Early Access. Ich glaube, du musst eine Taste drücken, weil das geht auch nicht von allein. Nein, das braucht einfach so lang. Ich war aber nur bewusstlos, vielleicht hätte er mich wieder aufgepäppelt. Meinst du? Ja. So, ich schlag den mal nieder, weil er ist schon Arsch, kommt mit den Fäusten auf mich zu, ja. Den sollte ich wieder aufpäppeln. Also es geht doch. Sich killen. Ja, das ging jetzt gerade, aber... Und wir sind wieder am Arsch der Welt. Ja, okay, ich glaube, das war's jetzt mit unseren ersten... Oh, sind das ihre Hände? Das ist jetzt die neue. Ja, mit dem prügelt sich schon ganz anders. Also wir haben jetzt 20 Minuten dran. Vielleicht sollten wir noch ein paar so neue Sachen zeigen, irgendwie so. Ja, was gibt's denn in an Häuser gehen? Vielleicht finden wir mal ein interessantes Item. Da vorne links ist ein Schuppen zum Beispiel. Da waren wir vorher halt schon drin, genau in dem Schuppen. Na, das ist doof. Das ist total doof.
Ah je, Mann, da fühlt man sich echt beschissen. Weißt du, was kacke ist, dass keine Zombies da sind? Sind wir einfach vielleicht auf Scheiß-Servern, auf die, ja, die das auf sollten PvP wir noch mal probieren. Sind? Das sollten wir. Also es kann halt echt sein, dass das unsere Schuld ist, wenn das aber eine allgemeine Spieleinstellung ist, dann ist das das Dümmste, was sie je machen konnten, weil ey, ich laufe doch nicht nur wegen der Langeweile durch ein Spiel. Ich finde aber auch, wenn man das nicht erkenntlich sieht, dass da auf dem Server keine Zombies sind, dann ist es auch nicht unsere Schuld, sondern dann ist das einfach ein Interface direkt aus der Hölle eben. Ja. Und das ist es ganz offensichtlich immer schon gewesen und daran hätte man arbeiten sollen und müssen. Was sie gemacht haben, ist immer neues Zeug und so. Allein, dass man früher die Axt nachladen musste, das war so erbärmlich, scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt raus. Aber das muss ja nicht sein, gell? Ich meine, keine Ahnung, man kann trotzdem noch seinen Spaß mit dem Spiel haben. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sollte man das Spiel sein Early Access irgendwie passieren lassen und dann nochmal reinschauen, wenn es fertig ist. Ja, der einzige Grund, finde ich jetzt, im Early Access eigentlich mitzuspielen, ist wirklich das Team zu unterstützen, weil das finde ich ja schon cool, dass das echt so wenig Leute sind auch, die dann ihre Idee umsetzen. Ich meine, ich glaube, die Idee kam echt auch von diesem Dean Hall, der hat das hobbymäßig erstmal programmiert, die Modifikation für das Spiel. Also, soweit ich weiß, hat der schon damals für Bohemia gearbeitet. Ja, das schon. Aber er hat es nicht für die gemacht, sondern in seiner Freizeit, die Modifikation. Und das finde ich ja schon cool, dass es dann Leute gibt, die ihre Idee durchziehen. Aber im Moment ist das Spiel nicht besser als die kostenlose Modifikation. Eher schlechter gerade. Weil ich halt keine Zombies sehe und ich spiele doch nicht DayZ ohne Zombies. Z für Zombies. Oh! Oder Z für Zombies. Ist da einer? Ich würde so gern einen Zombie zumindest sehen. Schau mal nach rechts. Jetzt links. Ich glaube, da ist was vorbeigelaufen. Nee, ich hinter dir. Links. Da, bei der Straße, genau. Nee, da war nix, gell. Ja, so auf einem neuen Server. Aber da waren zumindest mal Spieler drauf, weißt du? Ja, schon, aber komm, such einen neuen. Ich meine, wir haben doch nichts zu verlieren. Ja, aber vielleicht ist das dann wieder so ein Server, wo wir irgendwo in der Pampa stehen. Nee, das ist ja, vorher war das ja auch so, wir kommen da wieder raus. Aber es war auch einmal so, dass wir irgendwo wieder rausgekommen sind. Ich weiß es nicht. Ja, aber was haben wir denn hier davon? Nichts. Aber ich habe doch jetzt zumindest schon mal einen Zombie gehört. Ja, die haben wir zweimal gehört, aber trotzdem. Schau mal nach rechts, da in diesem Ding waren immer Waffen drin. Stimmt, in den Scheunen. So, das müssen wir jetzt schon noch kurz überprüfen. Ob das wenigstens so geblieben ist. Eieiei. Ich höre auch welche, aber... Wo ist der? Schau mal in der Scheune nach. Oder läuft er uns dauernd hinterher und... Vielleicht sind die nur unsichtbar. Jetzt neu mit unsichtbaren Zombies. Wow. Mega viel Spaß garantiert. Kein Loot. Nein. Ja, ich könnte das nicht empfehlen. Echt nicht. Nö. Ich würde es auch... Es ist einfach... Ich würde es gerne zurückgeben können. Es ist halt noch nicht fertig. Ach ja, vielleicht wird's ja noch cool. Ja, es wird wahrscheinlich auch teurer. Also den Vorteil kann man sich auch noch rausschlagen. Denke ich mal. Wenn's gut wird, dann hat man sich's schon für günstig geholt. Ja, glaubst du, dass wenn's dann wirklich fertig ist, dass es dann 50 Euro kostet? Könnte ich mir schon vorstellen. Never. Wieso never? Es ist schon öfter so gewesen. Minecraft hat es zum Beispiel gemacht. Ja, weil die Leute nicht mehr interessiert sind. Hab ich so das Gefühl. Wenn ich mir... Ja, wenn ich mir da Trailer zu dem Spiel anschaue oder dann so ein Interview, dann hört man immer die Leute motzen und mosern und oh, was macht ihr denn und haut das Spiel doch mal raus und was ist los mit euch? Und ich hab einfach das Gefühl, dass das Interesse an dem Spiel komplett weg ist. Deswegen glaube ich, kann man da auch nicht mehr mit einem 50-Euro-Spiel um die Ecke kommen. Ja, man muss ja gar nicht 50 machen. Das wird ja nicht im Laden stehen oder so, aber 30 bestimmt.
Glaubst du? Ja, denke ich schon. Ich glaube einfach, dass wenn es gut ist, das Spiel, wenn es fertig ist, gepolished und so, dann ist es halt auch so krass gut, dass man es kaufen sollte, finde ich. Dann würde ich es auch echt jedem empfehlen und aufzwingen, wahrscheinlich sogar. So, ich schaue jetzt noch einmal in dieses kleine Dörfchen und dann ist Schluss. Ja, such dir doch einen anderen Server, willst du das nicht machen? Ich will einen Zombie sehen. Ja, auf einem anderen Server geht es vielleicht. Wir können ja auch, vielleicht machen wir eine zweite Folge und können dann mal googeln, warum wir keine Zombies haben. Ja, das sollten wir tatsächlich machen. Aber jetzt geh doch mal auf einen anderen Server, ich meine. Aber die Kirche. Kann man da jetzt reingehen? Das wäre ja cool. Kann jetzt überall reingehen, hieß es. Ach, boah, gelogen. Ey. Haben sie gelogen. Geht gar nicht. Hier gab es immer die Priester-Zombies. Ja. Und komm, jetzt wechsel mal den Server, Max. Okay. Ja, wir haben es schon dauernd gehört, dass da Zombies waren. Max schaut mich gerade entsetzt an, weil diesem Grunzen, das man noch gehört hat, aber. Angeblich sind ja die Server alle randvoll. Ja, gell? Da stimmt doch irgendwas nicht. Klick mal irgendwo drauf. Schau mal jetzt. Man sieht da nicht irgendwie, ob vielleicht. Da steht nur Niederlande, Deutschland und so. Boah. Aber was es gibt, ist es LAN gibt es anscheinend. Das ist ja schon mal interessant, oder? Ja, das wäre cool. Aber ganz ehrlich, wann gibt es schon noch LAN-Partys mit so vielen Leuten, die alle das Spiel haben, dass sich das rentiert? Vielleicht machen wir mal eine riesen LAN mit unserer Community. Die Unshaved LAN. Mhm. 14 Tage nichts passieren. Mhm. Auch für Frauen. Oh ja, wir sind drin. Cool. Da ist einer. General Anal. Da ist er wieder. Was, wo? General Anal. Aber was mir aufgefallen ist, das Zombie-Geräusch haben sie nicht geändert. Oder zumindest ein sehr ähnliches hergenommen. Man sieht echt nicht viel von der Entwicklungszeit, die sie reingesteckt haben in das Spiel. Oder? Nö. Ist dir jetzt irgendwas aufgefallen, also was krass ist? Also die Grafik ist natürlich anders. Die Grafik ist anders. Ich finde es ganz cool, dass man jetzt in alle Häuser kann. Also in, auf jeden Fall in mehr als vorher. Ja, das ist sehr gut. Aber es hat so ein bisschen die, es war im Immersion Breaking, gell? Ja, aber ganz ehrlich, ey, dafür 2 Jahre rumstopseln, ich weiß nicht. Ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Also wir halten fest, keine Zombies hier. No zombies around. I kill 2, hat er gesagt. Ich meine, vielleicht war das Gebiet einfach nicht dicht besiedelt. Da haben eh nur 2 gewohnt und deswegen sind da auch nicht viele Zombies. Komm, versuch's dir doch nicht zu erklären. Ja, die hatten halt alle so 100 Häuser, weil, Mai, Platz war ja genug da. Es gibt einfach keine Zombies. Es gibt auch keinen Loot. Es gibt auch keinen Loot und das ist doch scheiße. Da ist doch klar, dass der Bill Bones anfängt, sich einen Cheat zu holen. Ja, das würde ich auch. Ich bin kurz davor. Der hat sich erst eine Pumpgun gecheatet, dann hat er sich einen Zombie gecheatet, genau. Dann hat er den Zombie erschossen. Nein, warte, dann hat er sich aber noch die Projektile und den Schusssound ercheaten müssen. Genau. Weil sonst wäre er ja nicht umgefallen. Und dann hat er eine Menge Spaß und wurde gekickt vom Server. Ja, genau, so also, läuft es immer. Also, wenn das jetzt der Spaß sein soll, lieber Dean Hall oder wie du auch immer heißt, dann. Wenn du es persönlich wirst. In your face, echt. Du hast absolute Scheiße hier gemacht, in meinen Augen. Ja, jetzt mal, wo kommt jetzt denn die Würze her bei dir? Also? Ja, was denn? Was soll denn der Mist echt machen? Ja, ne, es ist wirklich nicht schön und spielbar. Das hätte man eigentlich nicht veröffentlichen dürfen. Ich hätte es eher noch gekickstartet. Es wäre vielleicht genau das Richtige für DayZ gewesen, ein Kickstarter-Projekt. Ja, genau, das ist, also. Aber ja. Vielleicht ist dieser Dean Hall einfach auch nicht der Messias, für den ihn alle halten und einfach nur ein Spacken und kriegt es einfach nicht hin. Er hatte einfach eine gute Idee und ich weiß nicht, er macht das ja nicht alles allein. Irgendwie, also,
ich weiß es nicht, echt. Also, es ist halt so undurchsichtig, an was sie gerade arbeiten. Das, gut, bei vielen Teams kriegt man, also bei fast keinem Team kriegt man das mit. Aber gerade bei Bohemian und die Leute, die um Dean Hall, ist es besonders wenig Information. Ja, weil die halt auch fürs Militär arbeiten. Ist doch so. Die haben doch Arma an irgendwelche Länder verkauft als Armeesimulation. War das nicht so, dass sie bei also, echt? Also bist du dir sicher? Nee, ich bin mir nicht sicher. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Aber es gab doch dieses eine Spiel. Wow! Diesen einen wow, 11 Sekunden, keine Nachricht. Ja, wir fliegen eh gleich raus. Schade. Endlich mal einen Toten gefunden. Also keinen lebenden Toten, aber einen Toten. Wo dann der gestorben sein mag. Also es kann mit Glück, wenn wir finden, woran es liegt, wenn wir einen gescheiten Server finden, oh, eine Mütze. Dann gibt es nochmal eine Folge. Mit Zombies hoffentlich, und wenn nicht, dann war es das erstmal. Wir werden das Spiel nicht vergessen. Wir dachten uns, wir sind mal aktuell. Zeitaktuell, ja. Machen ja, wir doch zeitnah, mal was Zeitaktuelles. Aber das ist... Aber so ist das ein ganz schönes Drecksspiel. Das passiert, wenn man sich nicht informiert, gell? Also wir dachten, ja, wir wollen da unvoreingenommen reingehen. Ja. Was haben wir davon? Ein Scheißdreck. 24 Euro, ja. Euro teuren Scheißdreck. Wir haben 60 Sekunden ohne Nachricht. Ja. 30 Minuten ohne Spiel. Die Liste kann man ewig fortsetzen. Genau. Also bis zum nächsten Mal, und vielleicht kommt ja noch was von DayZ, aber wenn es nach mir geht, nicht. Macht's es gut. Tschüss.